Das Rhön-Indianer-Hotel in Poppenhausen an der Wasserkuppe erwacht aus seinem Winterschlaf. Die Zeltplanen werden am Mast befestigt und aufgerollt. Nach und nach nimmt das erste Tipizelt seine Formen an. Es wird gespannt, gebunden und gezurrt. Seit mittlerweile 10 Jahren betreibt Christoph Gänzler auf dem Wiesengelände unterhalb seines Biohofs zusätzlich das Rhön-Indianer-Hotel. Insgesamt 12 Tipizelte ermöglichen es den Gästen, sich wie waschechte Indianer zu fühlen. Wir haben eine Durchschnittskapazität von 60 bis 80 Personen bei einer normalen Belegung, wenn jetzt nicht jedes Zelt voll belegt ist. Und wir können aber auch über 100 Personen legen, wenn alle Zelte optimal belegt sind. Das heißt, eine Gruppe, eine Schule mit 3, 4 Schulklassen, wo man die Zelte optimal belegen kann, dann können wir 100 Leute legen. Ob eine große Gruppe mit 30 Mann oder ein Familienausflug. Die Tipizelte gibt es in verschiedenen Größen. Alle sind stets mit frischem Hackschnitzel ausgelegt. Die Grundausstattung ist die Pritsche mit den wollegefüllten Säcken. Und was die Gäste selbst mitbringen, ist immer in der Packliste Decke, Schlafsack, Kuschelkissen. Und wer friert, 2 Decken, 1 Schlafsack, 2 Kuschelkissen. Die Übernachtung in einem Tipizelt bedeutet aber nicht, dass sich der Gast selbst verpflegen muss. Im Rhön-Indianer-Hotel gibt es eine richtige Bewirtung. Die Gäste sind nicht wie am Campingplatz, jeder muss sich sein Zeug alles selber mitbringen, sondern wir bewirten unsere Gäste von unserem Bauernladen und vom Biohof Gänzler aus mit den besten Leckereien. Die können also morgens zum Frühstücken in die Brotzeitscheune kommen und abends gibt es immer am Lagerfeuer ein leckeres Essen. Voraussetzung war, die sind mittags auf der Jagd gewesen mit Pfeil und Bogen, sonst gibt es abends nur Salat und keine Würstchen. Auf die Jagd gehen die Gäste spielerisch im Parcours. Wer in einem Indianertipi übernachtet, der muss seine Beute schon mit Pfeil und Bogen, Speer oder Axt erlegen. Für das richtige Outdoor-Erlebnis sorgt Volker Nowatschka mit der Rhön-Indianer-Ausbildung oder der Indianer-Olympiade. Bei der Rhön-Indianer-Ausbildung, da ist es so, dass die Gruppen eben einfach nur eingewiesen werden in die Spiele und in die Ausbildung der Indianer, wie die Indianer in der freien Wildbahn zurechtkommen. Und dass sie dann auf sich allein gestellt in der freien Wildbahn zurechtkommen. Und bei der anderen, bei der Olympiade, da werden dann richtig Punkte gesammelt an den verschiedenen Spielstationen. Auf dem Abenteuerspielplatz mitten in der Natur wird Teamfähigkeit und Koordination trainiert. Frische Luft macht hungrig. Eine Stärkung mit Bratwürsten ist da genau das Richtige. Vorausgesetzt, man hat es geschafft, eine Feuerstelle zu errichten und das Feuer zu entfachen. Das lernen die Gäste bei einer Lagerfeuerzeremonie mit Christoph Gänzler. Fertiges Holz verbrennen, das kann jeder. Die Gäste kriegen bei mir gezeigt, wie entzündet man ein Feuer nur mit Feuerstein und Zunder. Was braucht man dazu? Natürlich das richtige Holz, trockenes Holz, das kleine Holz. Und dann geht den Gästen plötzlich ein Licht drauf, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das Feuer brennt. Ah, so macht man ein Feuer, welches nicht raucht, welches immer brennt und auch am Brennen gehalten wird, damit man schöne, wollige Wärme hat. Der Besuch im Rhön-Indianer-Hotel, mitten im Biosphärenreservat Rhön. Auch die Rhönreiter Maria Karadukas und Laszlo Koller kommen mit ihren Gästen beim Wanderreiten immer wieder gerne im Tippidorf vorbei. Von uns aus Gersfeld-Giechenbach reiten wir los. Und da reiten wir zum Beispiel hier zum Christoph hin. Und das ist ein Tagesritt. Und dann sind wir hier dieses Jahr 2 Nächte lang. Und machen wir hier mit ihm zusammen eine Indianer-Olympiade. Und mit unseren Gästen zusammen gehen wir in den Backstube und backen wir dort eine leckere Pizza, eine Rhöner Pizza. Und dann reiten wir nächsten Tag wieder mit einem Tagesritt nach Hause. Auch Gäste des Rhön-Indianer-Hotels können mit den Rhönreitern das Biosphärenreservat im Sattel entdecken oder das Tippidorf zu Pferd erkunden. Wenn Michael Kirse mit seinem Umweltmobil ins Rhön-Indianer-Hotel kommt, dann wird es für die kleinen Gäste spannend. In den Ferien bietet der Wald- und Landschaftsökologe Forscherwochen und ein Forschercamp an. Mit seinem rollenden Forschungslabor bringt er den Kindern spielend die Umwelt näher. Ob Tierpräparate zum Anfassen oder das Erkunden von Wald und Wiesen. Gewässeruntersuchungen sind besonders beliebt. Die kleinen Forscher nehmen am Bach die Wasserproben selbst. Dann haben die Kinder erstmal was gefunden. Sie wissen aber noch nicht zu deuten, was ist das überhaupt und was hat das für eine Aussage. Und das ist dann mein Part, dass ich den Schülern dann am großen Mikroskop, am großen Monitor zeige, okay, das ist jetzt der Bachflohkrebs und der hat die und die Auswirkungen. Der zeigt dir das und das an.
Und da gehen natürlich die Augen auf. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem sogenannten Edaphon, also dem Bodenlebewesen. Auch dort gibt es sehr viele Zeigerarten, die uns zum Beispiel zeigen, ob der Boden jetzt stark sauer ist, stark alkalisch ist oder wie auch sonst. Als Highlight können die Kinder ihre Erlebnisse beim praktischen Biologieunterricht in der Natur in Ton und Bild dokumentieren. Die Nähe zur Natur, das Spiel mit den vier Erdelementen. Der Aufenthalt im Rhön-Indianer-Hotel ist ein richtiges Outdoor-Erlebnis. Ein typischer Tag ist einfach morgens um 6 Uhr schon wach werden, von den Vögeln geweckt werden, vom Bachgeplätscher geweckt werden. Wir haben rechts und links Bäche und das ist für die ein ganz neues Erlebnis, dass die Natur hören und auch die Stille hören. Ich sage immer, hört ihr die Stille? Nämlich nur die Naturgeräusche, nichts anderes. Das Rhön-Indianer-Hotel in Poppenhausen ist übrigens ab Mai wieder geöffnet. Und wer noch nicht weiß, ob das Indianerleben etwas für ihn ist, der kann die Indianerzelte am 1. Mai, dem Tag des offenen Tipis, in Ruhe inspizieren.